Fazit vom Spiel heute würde ich sagen, erste Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan. Da haben die Solberger sehr gut dagegen gehalten. Das Tor zum 1:0 Minute hat uns natürlich in die Karten gespielt. Und zweite Halbzeit haben wir es dann sehr, sehr souverän runtergespielt und 4 Tore gemacht. Trotzdem, schön Solberg, alles Gute, dass sie in der Klasse bleiben, dass das Verletzungspech ein bisschen weniger wird im 2020. Und frohe Weihnachten, gute Rutsche.